Sie können nicht 600 Menschen iterieren. Wie sollen Sie das tun? Es ist einfach wahnsinnig laut, ob in den Wohnungen oder beziehungsweise im Treppenhaus. Jetzt packt man gemeinsam an. Und wenn man ihnen sagt, hey, guter Mann, dann kommt doch mal ein Strahlen über ihr Gesicht. Ja, ist gut, ja, gucken. Dieser Dreck muss raus, weil wenn es hier zum Feuer kommt, ist alles, was über dem Brandherd liegt, lebensgefährdet. Jeder Mensch will gebraucht werden. Auch wenn du nur für ein, zwei Stunden mit Müll beschäftigt bist, wenn du es in einer Gemeinschaft tust, dann ist Sprache plötzlich nicht mehr wichtig. Und los geht's. Los geht's. Ja, oder Rumänien, das ist alles die gleiche Scheiße. Wieso denn Scheiße? Das sind doch Menschen. Ja? Ja. Menschen? Ja. Klauen doch nur hier rum. Man hat Angst, sein Auto hier zu parken. Hey, was sollen wir denn machen? Wie, was soll man machen? Das rausschmeißen, dem Volk hier, scheiß Volk da. Ja, aber du kannst doch nicht einfach Menschen rausschmeißen. Das sind doch Mitglieder der EU. Ja, kann man das. Ja, aber nicht in Deutschland. Ja, mein Land schon. In der Türkei vielleicht. Aber hier? Ich liebe diesen offenen Rassismus. Und wenn der dann auch noch von den Türken kommt. Und los geht's. Die Problematik liegt darin, dass die Kinder überhaupt kein Deutsch können. Ja, und es müssen also Parallelgeschichten laufen, wo man den Kindern erst ein bisschen Deutsch beibringt, weil sie ansonsten in dieser Masse der Schüler einfach untergehen. Ja, sie hätten dann wieder keine Chance. Also es muss zuerst mal geschaut werden, wie kann ich die Kinder in normale Regelunterrichtsklassen reinbringen. Wenn man mit den Leuten spricht, ist man überrascht. Es wird immer gesagt, die sind nicht zu integrieren und da brauchst du gar nicht versuchen. Wenn ich es nicht versuche, dann kann ich nicht integrieren. Ich habe festgestellt, wenn du mit den Menschen sprichst, die treibende Kraft sind die Kinder selbst. Als wir den ersten Abend hier eröffnet haben, um denen einfach diese Räume zu zeigen, da haben die Kinder die Stühle gestürmt und wollten nicht mehr rausgehen, weil sie haben das erste Mal in ihrem Leben auf einem Stuhl sitzen dürfen, von dem sie anscheinend wissen, dass über diesen Stuhl die Zukunft definiert wird. Ja, und das treibt natürlich die Eltern auch an, weil die Eltern hatten in ihrer Heimat oder haben in ihrer Heimat schon keine Chance gehabt. Und sie wünschen sich natürlich wenigstens für ihre Kinder dann eine Zukunft. Ich habe irgendwie die Lebensmittelgeschichte. Ne? Und wir kriegen ja, wir sammeln ja Lebensmittel ein, die Geschäfte abschreiben. Also im Prinzip Müll. Der wird dann sortiert. Okay. Wieder aufpassen. Da ist wieder Mäuse. Musst du von Entfernung machen.
Okay, kannst du das ihm noch mal bitte deutlich machen? Alles, was da drin verwertbar ist, kann er mit seinen Leuten verwerten, kann er wegbringen zur Metallsammelstelle und kann dann mit den Leuten dieses Geld aufteilen. Und da ist viel Metall. Ja. It's a lot of metal. So, jetzt stellt er natürlich die Frage, meine Leute fragen natürlich, wenn sie etwas tun, auch um ein Taschengeld. Wer bezahlt es? Und jetzt habe ich dann einen, ja, wie sagt man, den osteuropäischen Deal mit ihm gemacht. Ich habe ihm gesagt, alles, was Metall im Keller ist, alles, was in irgendeiner Form wertstoffmäßig zu verkaufen ist, das ist ihm. Und das darf er dann wegbringen und dann soll er das mit seinen Leuten teilen. Gut, lass uns hier unten aber dann auch einen O-Ton machen. Und wenn dann... Alles, was hier steht, sind die Hinterlassenschaften der deutschen Bewohner, die bis vor 5, 7 Jahren hier gelebt haben. Es gab kein funktionierendes Hausmeistersystem. Aber dieser Dreck muss trotzdem raus, rein aus Sicherheitsgründen. Weil wenn es hier zum Feuer kommt, ist alles, was über dem Brandherd liegt, eigentlich lebensgefährdet. Weil er sagt, es ist für ihn kein Problem, wenn hier im Keller ein Brand ausbricht. Der Mann hat noch nie gesehen, was passiert, wenn tatsächlich etwas in Brand steht und du es nicht gelöscht bekommst auf die Geschwindigkeit, die du brauchst. Und wenn dann Leute mit dem Tod ringen, weil sie keine Luft mehr bekommen, weil das Feuer ist meistens nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist ja das, was der Rauch auslöst. Und wenn der durchs Treppenhaus zieht, dann macht er in seiner Wohnung auch keine Chance mehr, ob es hier unten fackelt oder nicht. Aber vielleicht wird das irgendwann verstehen. Im Moment gehen wir die Emotion ein und lass mal ordentlich krachen, ein bisschen laut werden und dann... Dann könnt ihr aufhören, mit seinen Eier zu spielen. Das ist doch nicht mehr. Das kannst du nur über das Problem.